So verständigen sich die Kleinen mit ihren Eltern. Der Erdmännchen-Nachwuchs hält alle im Gehege auf Trab. Da nur das ranghöchste Weibchen Jungen gebärt, müssen sich die anderen jetzt unterordnen. Trotzdem verstehen sich die kleinen Raubtiere untereinander ganz gut. Hey. Ich sag mal, die werden erzogen. Also wenn sie sich zu weit aus dem Fenster lehnen, dann gibt's auch mal eine kurze Zurechtweisung von den anderen Tieren. Aber generell sind es Jungtiere, die so einen kleinen Sonderbonus haben und die haben Narrenfreiheit. Also da gibt's jetzt keine großen Reibereien oder Ärger. Seit circa einer Woche kann man die Kleinen jetzt draußen sehen. Geboren sind sie allerdings schon Mitte Mai, nachdem die Erdmännchenmutter sie 11 Wochen getragen hat. Dass Nachwuchs im Anmarsch war, konnte Tierpflegerin Maike Heindl nur erahnen. Naja, man sieht ja die ganze Zeit alle fünf erwachsenen Tiere auf der Anlage. Und plötzlich waren es halt bloß noch 4. Und dann waren sie ein bisschen verhaltener und es waren immer nicht alle zu sehen. Die 5. kam dann auch nicht zum Fressen. Und wir kennen ja unser ältestes Weibchen, unser ranghöchstes Weibchen, das wissen wir ja, welche das ist. Und dann lag ja die Vermutung nahe, da sind Jungtiere im Anmarsch. In der Zeit wurden die Kleinen noch gesäugt. Mittlerweile ernähren sie sich genauso wie die Großen. Auch Küken oder Mäuse sind dabei. Am liebsten essen sie aber immer noch Mehlwürmer.